Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem wunderschönen Fable Dome Let's Play. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen Dank fürs fleißige Zuschauen bisher. In der letzten Folge konnten wir nun endlich unseren beleibten Helden begrüßen, bewaffnet mit Schwert und Schild, und auch die erste Ruine einnehmen, leider nur für dekoratives Zeug, was wir momentan auch noch nicht in der Gänze platzieren können, weil es einfach Münzen kostet und Münzen nach wie vor unser Engpass ist, will ich mal so sagen. Wir sind inzwischen bei 35 Einwohnern angekommen. Nach Recherchen im Internet habe ich herausgefunden, dass bei 120 Einwohnern der aktuelle Umfang des Early Access wohl vorbei ist. Aber mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Wir spielen uns auf jeden Fall mal langsam in die Richtung, würde ich sagen. Jetzt mal kurz gucken. Nahrung haben wir genug. Das heißt, die Farm reißen wir erstmal ab. Ich glaube nämlich, dass wir wirklich damit zurechtkommen, dass wir hier eine Getreidefarm hinsetzen und dann hier auch mit Mühle und mit Bäckerei anfangen können zu arbeiten. Mehl, genau. Das Ding macht dann Brot. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Können wir direkt mal anfangen mit Geld sparen. So, wenn wir die 50 Münzen haben, machen wir die Quest hier mal fertig. Ich hoffe, dass wir es dann können. 2 Tage noch. Na, 10 Tage noch, bis wieder Einwohner kommen. Ah, wir können nur einen aufnehmen. Das heißt, wir brauchen schon wieder Häuser. Können wir mal vorplanen. Ja, und noch eins, glaube ich. Aktuell sind nämlich Unterkünfte die einzige Möglichkeit, wie wir Geld verdienen können. Ah, okay, schicken wir ihm ein Geschenk. So, kostet uns zwar Münzen, aber wir kriegen wenigstens 40 Münzen von den 50 wieder zurück. Dürfte also, ich hoffe mal, kein allzu schlechter Deal sein. Wir lassen das Game mal auf hoher Geschwindigkeit laufen. Weil ansonsten warten wir in der aktuellen Phase einfach viel zu lange auch auf die unterschiedlichen Ereignisse. Und so können wir dann doch relativ schnell auch weitere Höfe und Co. bauen. Das heißt, mal schauen, wie das Game jetzt so langsam aber sicher Fahrt aufnimmt. Schade, dass man nicht mehr schon vorplanen kann, wenn das Geld fehlt. Das wäre wirklich cool, wenn ich es trotzdem schon planen könnte, ähnlich wie den Bauernhof. Aber naja, kann ja nicht alles gehen, ne? So, ein Tag noch, dann bauen wir die nächste Unterkunft. Perfekt. Auf geht's. Dann können wir nämlich auch in 4 Tagen direkt die nächsten zwei aufnehmen und dann sind wir nur noch zwei weitere Migrationen von dem nächsten Milestone entfernt. Und dann können wir hoffentlich eine Mühle und eine Bäckerei bauen. Aber natürlich darf man auch nicht unterschätzen, dass mit jedem Milestone auch unsere Abgabe an die Familie steigt. Mittlerweile ist es schon 30. Okay, das ist schon hart. Okay, 68 haben wir. Jemand in den Hof haben beginnt mit dem Umwerben eines anderen Herrschers oder einer Herrscherin. Übergebt erfolgreich eine Liebesgabe. Okay. Benötigt Beziehung Freund. Okay. Okay. Held. Enthüllen durch Entsendung eines Spions. Enthüllen durch die Entsendung eines Spions. Okay. Na, das kann ich noch nicht. Winken wir mal. Okay, da passiert nichts. Ah, da können wir keinen hinschicken. Sonst hätten wir direkt noch das nächste Gebiet ausgekundschaftet. Aber ich glaube, wir können trotzdem weiter an der Freundschaft arbeiten. Ah, in 10 Tagen erst. Wie sollte es auch anders sein? So, können wir direkt noch einen weiteren Hof bauen. Mit dem kommen wir nämlich dann auf 42. Und das heißt, wir haben genug Höfe, um den nächsten Meilenstein zu erreichen. Können wir kurz die Territorien angucken. Okay, hier haben wir Steine, Eisen, Baum, Fisch, Eisen,
Schafherde. Okay, nee, nee. Schade. Also keine Ruinen mehr. Damit müssen wir dann wohl leben. Ich habe mein Dorf sowieso echt dämlich angefangen auszuplanen. Guck mal, jetzt haben wir hier unten die Industrie. Hier haben wir unser Dorf und hier ist ein Gebirge. Das heißt, hier können wir gar nicht weitergehen. Hier sind die Höfe. Das heißt, wir brauchen hier oben dann wahrscheinlich das nächste Gebiet, um dann voranzukommen. Ja, unser Lager ist auch schon halb voll. 4 Tage noch. So, die Mühle können wir hier aber hinsetzen, oder? Ja, wir setzen die einfach mal schon mal dahin. Ab und zu, wir können ja schon mal anfangen mit investieren. Wir brauchen ja auch 81 Münzen gleich für unsere Getreidefarm. Dementsprechend schauen wir mal. Hier ist unser Deko-Ding wahrscheinlich markiert, ne? Wo ist es? Oh, was ist das denn? Holzstachel? Okay, mehr Zierde als. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das Dorf sehr schön zu machen. Mal gucken. So, was haben wir hier? Prinz Chris, es wird Zeit, endlich mal zu feiern. In schweren Zeiten kann ein Fest dabei helfen, dass alle etwas zusammenreißen. Okay. Erhöht die Zufriedenheit mit der Farbelegung um 10. Waren was, Mom? Aber was bringt mir die Zufriedenheit denn? Zum aktuellen Zeitpunkt. Hat die überhaupt schon irgendeinen Einfluss? Ich weiß gar nicht. Aber wir bauen jetzt auch mal den Bauernhof hier fertig. Also unsere Getreidefarm. Dann haben wir nämlich gleich eine Mühle und das Ding schon fertig. Und mit dem nächsten Einwanderungsslot in 8 Tagen erreichen wir dann auch die Bäckerei. Holzkarren. Dekorativer Holzkarren. Ein voller. Okay. Nee. Also für sowas geben wir unser Geld jetzt nicht aus. Und der kann jetzt nichts mehr machen, ne? Nee, der hat keine Aufgabe. Der steht einfach nur rum. Nee, wir können uns das Fest nicht leisten und will ich auch nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist mir zu teuer. So, noch 4 Tage. Und schon wieder 100 Münzen. Das ist doch was. Der Bauernhof ist fertig. Wie viele Arbeitslose haben wir denn? 8. Hoppala. Jetzt nur noch 4. Okay, jetzt haben wir natürlich Herbst. Das heißt, die kommen jetzt hier auch nicht mehr weit mit ihrem Streuen von Getreide. Aber trotzdem toll, dass ihr es versucht habt. Fängt nämlich jetzt gleich an zu schneien. Und dieses eine Farmding hat uns tatsächlich auf 134 hochgewirtschaftet. Das heißt, das reicht auf jeden Fall erstmal für die. Hoppla. Nee, können wir nicht, tut mir leid. Das heißt, das reicht auf jeden Fall erstmal für die aktuelle Phase, in der wir uns befinden. So, noch ein Tag. Dann können wir unsere Bäckerei bauen. So, gucken wir mal. War ja klar, die Familienkasse will jetzt 40 haben. Das ist schon echt heftig, muss ich sagen. Steinmetz, okay. Bäckerei. Und ein Straßentheater, interessant. Ah, die passt hier nicht rein, schade. Aber hier. Machen wir sie hier hin. Passend im Winter. Jetzt haben wir ja alle Gebäude fertig gebaut und können die gar nicht in Betrieb nehmen, weil unser Getreide nicht wächst für die nächsten 28 Tage. So, planen wir hier noch ein Gehöft aus. Und hier auch noch, glaube ich. So, was haben wir hier? Das Straßentheater. Und der Steinmetz. Okay, Eisenbruch, Steinbruch gibt es auch noch nicht. Hoppla, sorry. Also relativ vieles. Aber viel kommt dann gar nicht mehr, wenn man sich das anschaut. Sind wir doch noch relativ am Anfang vom Early Access.
So, jetzt brauchen wir aber, glaube ich, ein neues Gebiet. Können wir uns nicht leisten. Aber wir holen uns das hier als nächstes. So, die Häuser sind fertig. Die Bäckerei auch. Ah, okay, guck dir das mal an. Interessante Faktoren. Zwei Getreide sind ein Mehl. Und wo haben wir es? Drei Mehl sind ein Brot. Das ist ein interessanter Umsatz. Müssen wir mal gucken, wie weit wir hiermit überhaupt kommen. 60 brauchen wir jetzt für den nächsten Meilenstein. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall echt gut versorgt mit allem. So. Den schicken wir noch ein Geschenk. Damit wir hier unten mal weiterkommen. Oh, was ist hier? Ah, okay, keine Kohle. Da musst du dir was holen. Da kann ich dir auch nicht helfen. So, jetzt gucken wir mal. Winter ist auch schon wieder die Hälfte durchgestanden. Gucken wir mal ein bisschen rein, wie es. Oh, was ist hier los? Schon wieder nicht. Ach komm schon, echt jetzt? Ich bin auch echt ein Experte, guckt euch das mal an. Kannst du dir nicht ausdenken? Was haben wir hier? Gebt dem Bettlern 35. Nein. Okay, das hätte ich zuerst annehmen müssen, dann hätten wir es geschafft. Ich Depp. So, der Brunnen ist fertig. So, und gleich haben wir den Winter geschafft. Dann backen wir Brot. Okay, Kaserne und Co. gibt es noch nicht. Die Mauern. Oh, Mauern schon. Naja, schauen wir mal. Brauchen ja noch ein bisschen Gold, damit wir hier oben uns ausbreiten können. So, wie sieht's aus mit unserem Brief? 200 kostet das Umwerben. Okay, geht's noch? Also Geld ist tatsächlich, ich sag schon wieder häufig, tatsächlich, Geld ist ein ganz schönes Nadelöhr, um hier ein bisschen voranzukommen in dem Game. Okay, die fangen hier auch an. Sehr gut, dann kriegen wir unser Brot zusammen und ich bin mal gespannt, wann wir unsere Dorfbewohner upgraden können. Oder geht das vielleicht einfach auch noch gar nicht? Vielleicht hier? Nee, kann ich nicht. Naja, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Upgrades kommt bestimmt dann später noch dazu. Jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass wir das nächste Gebiet hier bekommen, damit wir uns weiter ausbreiten können. Sonst wird es nämlich eng. 5 Tage noch. Und das Umwerben müssen wir uns erstmal schenken, weil 200 Goldmünzen haben wir jetzt nicht übrig. Und die Familienhilfe kostet schon 52. Das ist echt übel. Ah, cool, das sieht ja nice aus. Das ist echt eine coole Grafik. Also schon auch sehr niedlich gehalten, aber ganz cool gemacht, auch von den Effekten her. Also nicht einfach nur irgendwelche Grafikflächen, sondern wirklich wenigstens ein bisschen Bewegung drin. Das ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. So, jetzt sind wir schon bei 48. Ich glaube, dann brauchen wir bald auch noch einen weiteren Bauernhof, obwohl mit dem Brot
dürften wir dann sogar ein bisschen weiterkommen. So, kaufen. Wunderbar. So, jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Sehr schön. Also keine weiteren Häuser. Hoppla. Aber jetzt können wir auf jeden Fall hier oben groß weitermachen und dann vielleicht hier weiter so ein bisschen unseren Industriekomplex halten. Ich würde auch gerne die Schweinefarm jetzt bauen. Kann ich die schon bauen? Okay, den Schweinestall kann man auf jeden Fall schon bauen. Wenn wir 150 Münzen haben und eine Kleinstadt sind, was wir... Nee, Städtchen kommt erst. Okay, was kriegen wir denn mit Städtchen? Hier gar nichts. Ach doch, da. Wohnungseigentum. Erweiterung bietet eine Unterkunft. Okay, beschäftigt 4 Bürger. Okay, müssen wir uns da mal anschauen. Ganz sind wir also noch nicht am Ende angekommen nach fast 4 Folgen. So. Ich wünschte mir, WASD wäre ein bisschen schneller. Ich habe das Gefühl, das ist super langsam. Kann man die Scrollgeschwindigkeit einstellen? Kamerageschwindigkeit, ist das damit gemeint? Schauen wir mal. Naja, mit der Maustaste geht schneller, WASD ist übelst langsam. Naja, arbeiten wir damit einfach mal weiter. Abbrechen. Wir müssen kurz warten, bis das Haus fertig ist. Komm schon. Jetzt nehmen wir sie mit. Und bauen direkt das nächste. Zack. Und so wächst unsere Stadt. 51 Einwohner jetzt gleich schon. Oder beziehungsweise besser gesagt 52. Erstes Mehl ist da. Wunderbar. Schauen wir uns das nochmal an. Auch ganz cool, die Ernten und hier wächst direkt Neues und wird gepflanzt. Sehr schön. Steuern 200. Wie bestimmen sich die Steuern denn eigentlich durch die Versorgung? Gute Frage. Muss ich alles mal rausgoogeln irgendwie? Oder vielleicht könnt ihr mir sehr sagen. Was haben wir hier? Wir sind der Blablabla. Wir sind der Entdeckerclub und Name. Da draußen gibt es viel zu entdecken. Okay. Ja, schicken wir unseren Helden mal mit. Geht er jetzt mit? Untersucht eine Begegnung. Aber wo ist denn die Begegnung? Hä? Ich habe hier ja keine. Okay, das ergibt jetzt ja keinen Sinn. Roland Rindmann? Wer ist denn Roland Rindmann? Okay, ist das ein Riesenmonster oder was? Okay, interessant. Das behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Einer der letzten verbliebenen sprechenden Bäume. Dies ist eine Begegnung. Okay, da kann ich aber wahrscheinlich jetzt nicht hinlaufen, ne? Muss ich erst kaufen, ne? Ja, okay, kann ich tatsächlich nicht hingehen. Schade. Bräuchten wir 300 Münzen für. Könnte man natürlich jetzt angehen, dass wir uns das Gebiet dann erstmal holen. Gute Frage. 24 Tage noch. Ja, würden wir auf jeden Fall hinkriegen, glaube ich. Aber so wichtig ist es mir nicht. Bauen wir hier lieber noch ein, zwei Höfe hin. Für mehr Einwohner. Und dann gleich noch eine Farm.
So, hier die Straße lang ziehen, hoppla, damit wir hier die Farm bauen können. So, 225 kostet das. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Also, wenn wir das Geld zusammen haben. So, fehlen gar nicht mehr so viele bis zum Städtchen. Und Brote füllen sich auch mittlerweile auf. Aber wir nähern uns auch schon fast wieder dem Herbst im dritten Jahr. Und sind jetzt schon bei 54. Das geht echt fix, fix bergab, hier, bergab. Fix bergauf. Das wollte ich sagen. Die Mühle arbeitet und wir haben jede Menge Getreide noch. Oh, guck mal, die haben 54 hier noch im Lager und 13 haben wir noch im Lager. Das ist schon eine Menge und das Ding wird hier gerade noch abgeerntet. Oh, damit kommen wir echt weit. Och, das sieht doch ganz gut aus. 13 Arbeitslose. Habe ich denn gar keine Jobs mehr, die ich befüllen kann? Doch. Da packen wir einen rein. Okay, jetzt haben wir alles. Nee. Die Botengilde. Da packen wir noch einen rein. Mittlerweile steigen auch unsere Steuereinnahmen auf 75. Und wir haben auch genug Unterkünfte für bis zu 60. Das heißt, wir müssten bis zum nächsten Meilenstein auch gar keine neuen Unterkünfte bauen. Das ist doch was. Ah, okay, das kriegen wir nicht hin. Schade. Wir brauchten das Gebiet, damit wir die Begegnung starten können. So wird das aber nix. Jetzt brauchen wir noch einen Turn, dann können wir den Bauernhof ja auch schon mal aufbauen. Schaden tut es bestimmt nicht. So, hier bauen wir mal noch Getreidespeicher hin und dann mit dem nächsten Turn den Bauernhof. In 3 Tagen. Oh, hier haben wir noch ein Haus, das haben wir noch nicht gebaut. Oh, jede Menge Getreide. Also von wegen Survival City Builder. Also momentan ist hier noch nicht viel Survival, sondern eigentlich nur aufbauen und entspannen. Mal gucken, ob das nicht dann doch noch ein bisschen schwieriger wird. Oder wir sind einfach zu gut. Okay. Nee, das bezahlen wir. Wenn das auf unsere Nahrungsquellen geht, das lassen wir nicht zu. Nicht, dass wir im Winter jetzt Probleme kriegen, nachdem ich eine große Klappe gehabt habe. So, Getreidespeicher ist fertig. Jetzt brauchen wir 5 Tage, dann können wir hier die Farm aufbauen. Passend zum Herbst, glaube ich. Oder auch passend zum Ende der Folge. Ich sehe nämlich gerade, während ich hinfiele, dass wir schon bei 25 Minuten oder so sind. So, wie machen wir denn weiter? Okay, wir arbeiten uns hier auf jeden Fall hoch. Schade, dass man die Gebäude noch nicht upgraden kann. Würde mich mal interessieren, wie die dann aussehen. Und wenn wir das Game nochmal besuchen, müssen wir auf jeden Fall umplanen. Aber das werden wir dann erst machen, wenn es nächste und weitere Updates gibt. Davor lohnt sich das nicht. Oh, ist das Ding voll? Fast. Was ist das da für ein Zeichen drüber? Bestimmt, dass es fast voll ist. Naja, bauen wir den Bauernhof hier hinten. Und dann haben wir auf jeden Fall das Nahrungsproblem auf lange Zeit erstmal gelöst. Oder, also, wir haben ja kein Nahrungsproblem, aber wir werden dann auch keins kriegen, würde ich mal behaupten. Ist auch schade, dass wir hier nichts machen können mit dem Helden. Der steht einfach nur dumm rum. Das ist wirklich schade. Ich glaube, wir brauchen mehr Kohle. Oh cool, die haben alle was auf Lager. Achso, leer sind die Hütten nicht. Aber machen wir es trotzdem mal. Ach, können wir nicht.
Wir brauchen 50. Aber haben wir jetzt gleich. Oh, Koppler, sorry, ging das Mikro geschlagen. Ich hoffe, ihr seid nicht taub geworden. So, bauen wir noch einen Kohlemeiler. Ja, machen wir es daneben. Stört ja nicht. Ich hoffe mal, dass das die Farm nicht stört. So, drei Bauern hier rein. Hier ein Träger rein. Jetzt sind auch schon noch einen neuen arbeitslos. Geht das so? Und wir haben echt jede Menge Getreide auf Lager. Und ich würde sagen, dass es dann jetzt doch bei 26 Minuten langsam gut ist für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir uns langsam aber sicher, ich glaube schon fast, ja, doch nicht ganz, fast Richtung Finale bewegen. Die Hälfte der Bevölkerung, bevor Schicht im Schacht ist, haben wir schon. Und mal gucken, wie sich das Game noch so weiterentwickelt. Ich muss sagen, für meine Verhältnisse, also wir werden das Let's Play jetzt nicht einstellen. Zwei, drei Folgen oder vier Folgen gibt es auf jeden Fall noch, um sich alles mal anzuschauen. Aber ich muss sagen, dass das schon ein bisschen arg gemütlich ist für mich. Also es macht schon Laune, aber es ist auch mehr als niedlich und gemütlich jetzt auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch einfach noch nicht alles entdeckt. Bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag. Euer Chris.